Moinsen ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs, wir spielen immer noch Diablo 3 und sind bei Folge, lass mich lügen, 45 angelangt. Das letzte Mal haben wir angefangen, hier den befestigten Schutzbau ein bisschen näher zu erforschen und machen damit auch direkt weiter, damit wir dann bald endlich auf das große Schlachtfeld hinaus können. Hinaus und nicht mehr in Dungeons rumlatschen. Mal gucken, ob wir das heute noch schaffen. Ich hoffe doch, ich hoffe doch. So groß scheint das hier auf jeden Fall auch nicht zu sein. Sag ich jetzt noch. Mal gucken, was es nachher wird. So, gehen wir noch hier unten lang. Haben wir eigentlich irgendwie schon wieder Zeugs? Ne, wir waren gerade erst verkaufen. Ausgezeichnet. Falscher Knopf, wo die Karte. Alles klar. Dann würde ich sagen, geht's jetzt nach unten. Erstmal. Das wird vermutlich auch der richtige Weg sein. Das sage ich irgendwie öfter momentan. Mal sehen. Nein, das war wieder der falsche. Na, dann bleibt ja nur noch einer übrig. Gut. Ausschlussverfahren nennt man das auch. Eine in der Praxis bewährte Taktik. Man sieht aber auch irgendwie nach Dead End aus. Ah nein, da ist noch ein Durchgang. Ausgezeichnet. Nichts wie durch. Und da ist auch die vorher prophezeite Tür. Beziehungsweise Treppe. Ebene 2. Hallo. Oh, cool, müssen erst die Zugbrücke runterlassen, das hat ja was. Und hier wieder was zum Kaputthauen. Oh, 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 Gegners. Jetzt chillt euch ja auch einen ab, ey. Hör draußen toten Krieg. Ja, egal, ich pimmel hier rum. Oh, scheiße, ein Barbar. Was macht ihr hier? Tja. Es gibt kein Versteck. Ich säubere alles. Was ist denn hier schon wieder los? Kann man denn nicht mal ein bisschen erforschen, ohne dass hier von hinten Vögel kommen, die Feuerbälle spucken? Nein, kann man nicht. Ich bin verwundet. Ja, dann lass dich doch nicht hauen. Mann, Mann, Mann. Einmal mit Profis arbeiten. So, na gut, dann gehen wir jetzt auch da hoch. Jetzt, wo ich schon hier oben bin, gehen wir auch hier lang. Schnauze. Na? Na? Oh, wo denn? Wo denn? Wo denn? Da. Tatsache. Das ist feiner ein Aufseher. Oh, ist mir Wayne hier. Hau ab. Oh, Platz doch. Hilft dir auch nicht. Na gut, okay. Er hat, muss jetzt nicht mehr weiter leiden. Das ist alles vorbei für ihn. Hat auch Vorteile. Diesen fürchterlichen Zeiten. So, hier sind ganz viele Betten, machen wir alle kaputt. Hab das Gefühl, wir sind am Ende angelangt. Hier ist schon die gelbe leuchtende Superkiste. Nips. Und seltsame Geräusche. Njo. Oh, da fliegt aber was raus. So, und noch was zum Anfassen. So, wir hören natürlich nicht auf, es wird alles zu Ende erforscht. Scheint aber jetzt nicht mehr viel zu sein. Dann kriegen wir das vielleicht noch hin, den ersten Bereich des Schlachtfeldes zu säubern heute. Das wäre ja richtig spannend. Endlich mal was Neues sehen. Wird auch langsam mal Zeit. So, hier noch den Zipfel. Sieht gut aus. Ich glaube, wir sind durch. Ah ne, wenn wir durch wären, hätten wir schon diesen Pinöpel erreicht, der uns wieder an den Anfang des Dungeons portet. Den haben wir noch nicht erreicht. Das heißt, da ist noch was. Da erwartet uns noch was. Etwas Ungutes. Ein Bündel. Hier lang. So, was denn hier los? Nicht viel. Ich glaube, hier drin kann auch ein Quest appear. Oh, was Blaues. Hallo. Rückstoß, ne? Damit kann ich leben. Das ist nicht so schlimm. So, whoop. Hier auch noch. Oh, ekelhaft. Geh weg! So, und Fässer, Fässer, Fässer. Der größte und gefährlichste Feind in diesem Spiel. Fässer. So. Ah, momentan gibt es hier nicht so viel zu kommentieren. Ist recht eintönig, wie ich mal meine. Lauf in den Dungeon, bring alles um. Lauf in den Dungeon, bring alles um. Du noch? Uah. Da ist der Pinöpel. Wir haben ihn gefunden. Jetzt gucken wir aber noch gerade in die Ecken.
Ob hier nicht noch was versteckt ist. Bei Torchlight ist es ja immer so. Wenn man Torchlight durch ist, muss man immer gucken, am Ende ist immer noch irgendwo was versteckt. Zack. Und zurück auf das große Gebiet. Wie viel Zeit haben wir denn jetzt noch? Mal gerade gucken. Ich glaube, ja, 14 Minuten, das reicht. Dann geht's los. Rauf und hinein in die Schlacht. Müssen wir aufpassen, dass natürlich... Boah, erstmal einlegen hier. Oh, die sind so ekelhaft, die Viecher. Oh, shit. Ach. Das verspricht unangenehm zu werden, sag ich jetzt schon. Vor langer Zeit waren die Vorboten der Pestilenz niedere Dämonen. Der Pestilenz? Die sich gegen Asmodan auflehnten. Aha. Der Herr der Sünde bezwang sie zwar mit Leichtigkeit, aber anstatt sie zu töten, gab er jedem von ihnen einen langen, mit Gift durchtränkten Arm, der alles und jeden töten konnte, außer Asmodan selbst. Seitdem sind die Vorboten zu einer solchen befallenen Landplage geworden. Ja, ich hasse die auch, muss ich zugeben. Die sind einfach nur ätzend. Gut, Quest. Ihr denkt wohl, dass wir alle nur herumstehen und darauf warten, dass ihr uns rettet, oder? Ja. Ja. Nun, ich habe diesen Posten gesichert. Ich brauche eure Hilfe nicht. Jetzt müsste so ein... Ja, war klar. Bitte rettet uns. Diese Männer sind hilflos. So viel dazu, ne? Wer konnte das nicht vorher prophezeien? Das war so offensichtlich. Lord, ich kann sie sehen. Bei den Göttern, es kommen noch mehr. Ja, ich arbeite daran. Ich kann hier überall gleichzeitig sein. Dafür bin ich zu fett. So. Was das? Oder noch mehr? Unter uns ist etwas. Unter uns? Könnt ihr es nicht spüren? Ja, doch. Oh nein, die Giftwichser. Oh, scheiße. Ich brauche mehr Zeit. Kein Gift. Kein Gift. Oh, sogar ein gelber davon. Das ist ja ungeil. Ja, solange ihr euren komischen Arm nicht ausfahrt, ist es mir ja egal. Weg, weg, weg. Ihr schießt noch, da scheint noch was zu sein. Zack. Und da ist auch noch einer. Vorbote der Pestilenz. Hier ist noch mehr. Ah ne, wir sind durch. Gut, quatschen wir erstmal. Wir kommen gleich wieder. Eure Tapferkeit inspiriert uns alle. Möge Akkarat euch segnen. Dann geh. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Ruhm. Ich dachte, das hätten wir schon längst erreicht. Man kennt alle unseren Namen. Das würde ich als Ruhm bezeichnen. Naja. Das sieht ungut aus. Der ist leicht eingefroren. Ich glaube, der hilft uns nicht mehr viel. Und drauf da. Und die 7 Gold nehmen wir noch mit. Ey, was soll das? Auf mich anzugiften. Scheiß Schild mitgenommen. Das schmeißen wir gleich wieder weg. Wo ist es denn? Da, schmeiß weg die Scheiße. Aber hier, das nehmen wir noch mit. Zack, zack. So. Tju, tju. Toter Gardist. Bop. Bop. Noch ein toter Gardist. Was seid denn ihr für hübsche? Ach, die Explosionsviecher. Oh nein. Warum tauchen die hier in allen Farben auf? Oh. Ich brauche mehr Zeit. Oh, ist das viel. Viel zu viel auf einmal. Viel zu viel auf einmal. Oh. Auch wenn ich jeden Winkel der großen Bibliothek von Chaldeum durchsucht habe, kann ich keine Hinweise auf das wahre Schicksal der Khazra des Blutclans finden. Einige zerfallene Schriftstücke deuteten an, dass sie einen Pakt geschlossen hätten, den legendären geringen Übeln zu dienen. Mhm. Aber solche Vermutungen sind wohl kaum als echte Wissenschaft zu betrachten, nicht wahr? Nee. Das ist ja check your facts, ne? Und prüf deine Quellen. Geh kaputt! Pflichte nicht, das hat keinen Sinn. Solltest du wissen. So. Ich laufe immer erstmal am Rand lang, damit ich euch nicht wundert. Oh, hier geht's gleich weiter. Wir konnten nicht standhalten. Ah. Es waren einfach... Zu viele? Zu viele von ihnen. Dachte ich mir schon, guck mal, wie fett die auch sind. Die Männer fangen an, die Hoffnung zu verlieren. Die Reihen der Dämonen scheinen endlos. Sie kommen ohne Unterlass. Ob Tag oder Nacht. Und egal, wie viele wir von ihnen töten, nichts verlangsamt ihren Vormarsch. Wir brauchen Verstärkung. Wir brauchen das Hilfe. Fallen. Ich gebe mein Bestes. Wow. Gleich alle auslösen. Moin. Die Brücke von Korsik. Gift. Die Giftwichser sind wieder da. Ah.
Lass die Scheiße. Oh nein, die werden rot und aggro. Oh, 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 oh. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie jemals sehen würde. Ja, doch. Hast Glück. Ihr kommt zu spät. Wir werden alle sterben. Ja, ich weiß. Gibt's mir noch irgendwas? Nö. Gut, wir überqueren gerade mal noch die Brücke. Weil das einen Speicherpunkt gibt. Und dann drehen wir aber um. Und machen den Rest. Ich will nämlich den Speicherpunkt noch einsammeln, damit wir dann nächstes Mal nicht wieder zurück müssen. Ja, was ist denn hier los? Geh kaputt! So. Komm, komm, komm. Genau das wollte ich haben. So, jetzt gehen wir direkt auch wieder zurück. Könnt hier schön bleiben. Ich habe keinen Bock auf euch. Und erforschen noch den Rest des Gebietes. Aber weil nämlich jetzt gerade auch der letzte Part angefangen hat für heute, meine Aufnahmesession, passt das natürlich ganz gut mit dem Speicherpunkt. Habe ich geschickt eingefädelt. So. Weiter geht's. Wir wollen hier die schönen Erfahrungspunkte nicht zurücklassen. Dämonenleiche. Aha. Nicht mal was verloren. Dumme Sau. Immerhin sterben auch ein paar von denen. So, Geld dabei, damit sich nach... Oh, was ist hier wieder am Flippen? Yeah, Physics! Oh, oh, Dicker! Oh mein Gott! Mein Gepäck ist voll! Oh, jetzt drehen sie durch. Wenn die anfangen zu leuchten, laufen wir am besten weg. Oh mein Gott! Das hört hier wieder nie auf. Das hört wieder nie auf. Ich kann nichts mehr aufheben. Warum nicht? Ich bin aber noch nicht fertig hier. Dann ganz schnell verkaufen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ich will das noch schaffen heute. 7 Minuten. Das wird sportlich, aber das kriegen wir hin. Los, 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 los. Inventar. Schrott, Schrott, Schrott. Mal gerade schnell einmal durchflippen hier. Sieht alles nach Müll aus. Müll, 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 alles, Müll, alles verkaufen. Los, 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 los. Die Zeit rennt. Weg mit der Scheiße hier. Wow, wir haben wieder rote Steine gefunden. Das heißt, wir könnten jetzt... Machen wir aber erst im nächsten Part. Da können wir das Ding aufpimpen. Dann kommt da vielleicht was ganz Geiles bei raus. Reparieren, Steine weglegen, weiterlaufen. Zack, 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 zack. Und go. So, oh mein Gott, so viel Zeug. Und die Truhe ist noch nicht mal geöffnet. Mach sie auf! Na also. Den nehmen wir auch noch mit. Oh nein, ein Dungeon. Scheiße. Das muss ja so kommen. Egal, wir laufen erst alles ab. Machen wir im Dungeon Schluss. Vielleicht ist es ein kleiner Dungeon. Was ist denn das? Die Feldkaserne. Ich glaube, die ist nicht groß. Wir gehen trotzdem kurz schnell hier noch in der Mitte lang. Vielleicht überziehen wir 5 Minuten, damit wir die Feldkaserne mitnehmen können. Zug des blöden Speichersystems von Diablo. Was ist hier los? Sag bloß. Oh nee. Jetzt ist es an Ihnen zu fliehen. Noch ein Dungeon. Scheiße. Ja, gut. Fangen wir mit dem Außenposten an. Vielleicht schaffen wir das. Ganz schnell. Ich muss mal gucken, wollen wir ganz schnell gehen. Ach Gott, so viele Dungeons. Was soll denn das? Bläh, Flip. Ah, Goldgoblin. Das ist natürlich nochmal ein guter Abschluss für heute hier. Komm her, du. Sau. Nicht wegrennen. Es gibt kein Entkommen. Verrecke, verrecke, verrecke. Juhu. Eieiei, hat der viel Zeug verloren. So, gut. Ganz schnell hier. Baba, lauf. Wir haben keine Zeit. Yo, geht los. Schnell, ich hab grad Rache. Mist, aber ist nichts hier zum Rache ausüben. Verdammter Mist! So, hier ist nix, 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 nix. Hier. Das hat auch nur eine Ebene, das heißt, das geht fix hier. Das schaffen wir. Rache, Rache, Rache. Raufhauen, raufhauen. Still da hinten! Renn nicht weg! Hier, mach den mal grad fix kaputt. Loot hier einmal den Raum. Oh, was ist das denn? Ein würdiger Gegner. Oh, ich merk schon. Muss ja so sein.
muss sich auch lohnen, hier reinzugehen. So, den Speer nehmen wir auch noch mit. So, ein Rucksack mit nichts drin außer Geld, das ist gut. Ah, es scheint kein großer Raum zu sein. Scheint hier gleich schon Ende zu sein. Mit Glück. Ah, natürlich nicht. Geht hier noch nach hinten. Mist! Kiste, Kiste, Kiste. Ah, hier sieht es aber gut aus. Hier sieht es nicht weiter. Hier führt es rum. Ah, gerade noch da unten die Waffen einsammeln. Sehr gut, sehr gut. Und wieder raus. Ausgezeichnet. Ersten Dungeon erledigt. Ich guck mal gerade auf die Uhr. Vielleicht schaffen wir das noch. Ich glaube, wir schaffen das noch. Noch 3 Minuten. Wenn wir uns richtig ranhalten. Was ist das hier? Bin ich wieder raus? 3 Minuten, 3 Minuten. Ah, nerv hier nicht rum. Wo kommt ihr denn jetzt her? Flippt da noch was auf den Boden. Ich habe richtig gemerkt, dass wir da drin waren. Die Aggro. Schnauze, keine Zeit. So, hier du auch noch. So, dann kurz hoch. Gucken, ob hier was ist, weil wenn man schon hochgehen kann. Ja, klar war da noch was. Wer hätte gedacht? So. Okay, dann einmal noch unten rum. Gleiche Poken. Dann hier unten rum. So, hier, los, los, los. Einmal rum. Ja. Gucken, dass hier auch nicht noch was liegt. 3 Minuten noch. Ich habe ein gutes Gefühl. Aua. So, jetzt hoch in den Dungeon. Schießen die hier auf uns? Was soll denn die Scheiße? Wir sind Freunde. Das ist, glaube ich, einfach nur geskriptete Kacke. Ey, gut. Und dann noch hier rein. Das sieht gut aus. Ich glaube, das passt genau. Feldkaserne. Ah, ich habe auch schon länger nicht mehr gesehen. Das letzte Mal, glaube ich, oben auf den Mauern. Jetzt haben wir wieder Rache und niemand zum Rache ausüben da. Ich entdecke ein gewisses Pattern. Da, da, ihr, ihr. Worms. Los, weg mit euch. Scheiß Viecher. Niemand hält mich zurück. Na, ich weiß nicht. Es wird sich noch zeigen, wie viel Wahrheit in diesen Worten steckt. So. Dann noch hier lang. Oh, sieht gut aus. Ich glaube, wir schaffen es. Ich glaube, wir schaffen das. Einmal kurz noch hier hoch. Jo. Jo, was Blaues. Hier ist Sackgasse. Oh, ich bin sogar fast zu schnell jetzt schon, wenn das da unten gleich zu Ende ist. Oh. Ich bin schon zu sehr beeilt. Ah, hier ist noch was Gelbes. Das kostet noch Zeit. Oh, warte, mal gucken, was das für ein Schrein ist. Jetzt haben wir den Raserei. Ne, bringt uns nicht viel, aber trotzdem lustig. Und noch da, Schnauze hier. Das war ein würdiger Gegner. Prächtig. Sehe ich genauso, Junge. Sehe ich genauso. So, hier ist noch ein Buch. Komm, Buch? Kein Buch. Ja, we are done. Das war's auch schon. Jetzt haben wir noch Zeit über. Gehen wir noch verkaufen. Und wenn wir genug Zeit dann noch haben, noch gerade unser Ding zusammen basteln. Mit der roten Steine. Das müsste uns noch ein Stück her da machen. So, mal gucken. Schrott, Schrott, Schrott. Wow. Noch mehr Schrott. Nur Abfall. Oh, warum? Was war das? Das war kein Abfall. Den Gürtel habe ich übersehen. Den nehmen wir mit. Der macht zwar nicht so viel Rabams, aber insgesamt ist er doch besser. Konnte ich möget ihr ein letztes Mal. Ja, ja, ja. Whatever. Hier Schrot. Moment, aber auch noch ein Schild mit einem Sockel. Was ist das? Trotzdem scheiße. Trotzdem scheiße. So. Tun wir auch noch alles weg. Dann darfst du kurz mal reparieren. Danke. Ich glaube, wir haben wieder noch nicht genug rote. Ja, ist ja gut, Handy. Ich habe verstanden. Noch nicht genug rote Steine gefunden. Doch, 3. 3 Stück. Das reicht für einmal aufpimpen. Ich wollte doch nur die da reinpacken, oder nicht? Machen wir mal gerade. Und noch ein. Ne, das reicht noch nicht. Lohnt also noch nicht. Gut. Hat sich das auch erledigt. So, damit ist der Part rum.
im nächsten Part geht's dann weiter in Korsik. Und schauen wir uns mal, was uns da erwartet. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Mal. Euer Blaufuchs.